Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch hier, Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, und auch diese Woche sind wir wieder fleißig dabei gewesen. Ich habe natürlich an meiner Terrasse weitergemacht. Es gibt natürlich auch wieder einige Neuigkeiten rundherum. Was ist jetzt hier mit D-Max und. Ja, da kann ich euch gleich so ein bisschen was noch zu erzählen. Und ja, zur Abwechslung, damit ich so ein bisschen runterkomme, nicht nur mit der Makita am Stemmen bin, wie ein Kranker, habe ich ein bisschen am Fachwerkspeicher von Schwiegervater weitergemacht. Da muss ja noch die Inschrift erledigt werden. Hatten vielleicht einige schon bei Instagram gesehen oder auch hier bei YouTube hier in dem Community-Tab, dass ich da ein Foto von gepostet habe, wie ich da fleißig am Malen bin. Ist schon echt eine sehr feine Arbeit, da muss man schon ganz schön aufpassen. Aber eine gute Abwechslung und natürlich auch eine gute Übung für mich. Aber was erzähle ich? Ich quatsch gar nicht mehr länger, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, und so legen wir diese Woche auch direkt los. Die Inschrift an dem Haus fehlt ja noch. Das heißt, natürlich ist die oben im Balken, aber die wollte ich ja wieder mit der entsprechenden Farbe zum Vorschein bringen. Und da habe ich dann mein Gerüst erstmal zum Hof gebracht, rüber geschlürt. Das muss dann erstmal wieder aufgebaut werden. Dabei ist mir dann brühwarm eingefallen. Ach du liebe Zeit, ich hatte euch doch noch da so ein Review von versprochen. Hatten ja einige nachgefragt, dieses Rollgerüst, was ich da verwende, dass ich das mal so ein bisschen zeige, im Genauen, wie das funktioniert und so meine Empfehlung dazu. Also, das ist immer noch ein Top-Gerüst, ne, das ist wirklich geil, hier ABCD Münsterland oder was wie die Firma, ne, super Ding, habe ich auch schon mit der Firma gesprochen, dass ich da mal hinfahren kann und dann vor Ort ein paar Gerüste zeige und so weiter, alles cool, das ist praktisch alles in trockenen Tüchern, aber ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht so sein, weil jetzt wisst ihr ja, die Giebelwandsanierung steht an und dann, meine Zeit ist eh relativ knapp, da ich das ja hier nur so nebenbei mache und nicht hauptberuflich, kann ich halt nicht so viel pro Woche zaubern. Ja, ich habe halt leider da recht viel zu tun. So, wie man sieht, Gerüst passt eigentlich ziemlich gut hier für die Höhe. Muss man so ein bisschen schätzen, wie hoch man jetzt die Plattform hinhängt, dass man da oben vernünftig, ich habe dann erst überlegt, machst es ganz hoch, dass du es im Sitzen machen kannst, machst es so, dass du da gemütlich vorstehen kannst und wie man sieht, jetzt von der Höhe her, habe ich mich dazu entschieden, das so aufzubauen, dass ich praktisch dann im Stehen, ohne jetzt irgendwie eine gebückte Haltung zu haben, dann davor stehe. Ne? Jetzt habe ich das ja auch noch nie gemacht mit so einer Inschrift, aber es ist ja schon klar, da muss man ja mit einer ruhigen Hand da dran lang malern. Ne? Und vor allen Dingen, was ja wichtig ist bei dieser Inschriftgedönse, man darf ja keinen Fehler machen. Also der Untergrund da oben, da ist ja jetzt das Leinölfirnis drauf, das ist ja praktisch jetzt nur grundiert, aber ansonsten ja keine Farbe. Das bedeutet, alles um die Schrift herum ist ja farblos. Also ich darf auf gar keinen Fall mit der Farbe irgendwo jetzt hinmalen, wo die Farbe nicht hin soll oder hinklecksen oder irgendwas. Da hätte ich auch noch mal eine Frage an die Experten. Also das ist jetzt hier Leinöl, Halbfett, Standöl, Halbfettfarbe. Wenn mir jetzt da ein Fehler passieren sollte und ich müsste diese Farbe da wieder runterkriegen, hat da einer eine Idee zu, wie man die da wieder runterkriegt? Ich habe keine Ahnung. Also ob man dann irgendein anderes Öl nimmt, um es dann irgendwie abzulösen oder was? Oder ob man da knallhart warten muss, bis es getrocknet ist, um es dann, was weiß ich, mit einer Schrubbscheibe, also jetzt nicht mit einer Schrubb, hier mit so einem Drahtbürsten-Dings da runter zu machen wieder oder was. Ne? Also da habe ich so ein bisschen überlegt und habe dann gedacht, ja scheiße, ich habe keine Ahnung, genau da habe ich nämlich einen so einen Klecks hingemacht und ich habe keine Ahnung, wie man das wieder abkriegen soll und habe einfach gesagt, okay, darfst halt keinen Fehler machen, ne? Die ganze Inschrift dran lang. So sieht's aus. Naja, bloß kein Druck. Ihr könnt übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Spruch oder ja, ob ihr den bis jetzt schon entziffern könnt. Wir machen den heute nicht ganz fertig. Im nächsten Video gibt's dann die Auflösung, wie der Spruch heißt. Ist ein bekannter Spruch. Ich weiß jetzt nicht, Bibel, Verse, sonst irgendwas. Also wenn man den Anfang googelt, kleiner Tipp, dann kriegt man eigentlich auch raus, wie der Spruch am Ende heißen soll. Wobei ich hier schon spoilern kann, zum Ende wird es ziemlich schwierig, den tatsächlich entziffern zu können. So, während ich jetzt hier so schön in Ruhe am Malen bin, übrigens, das ist nur zur Info, 16-facher Zeitraffer. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das hier in Echtzeit mache, sondern das ist 16-facher Zeitraffer. Man muss sich da so tatsächlich ein bisschen Zeit beilassen. Und die Zeit können wir ja nutzen, einmal gerade über dieses D-Max-Thema zu sprechen. Das hatte ich am letzten Video nur so ganz am Rande erwähnt, ja, dass sich D-Max bei mir gemeldet hat, beziehungsweise die Produktionsfirma, die für D-Max halt aufnimmt.
Und ja, das hatte ich jetzt ja schon öfter in den letzten Monaten, dass sich irgendwelche Firmen, also Filmgeschichten bei mir gemeldet haben fürs Fernsehen. Und das habe ich bisher ja immer abgelehnt. Und jetzt D-Max hörte sich erstmal ganz cool an, weil letzten Endes, wer D-Max kennt, der weiß eigentlich, die machen das schon relativ ordentlich und so. Also das klang erstmal gar nicht so schlecht. Ja. Und ja, dann haben wir mit denen gesprochen. Das war auch alles ziemlich positiv, so sehr nett, die Gespräche. Das klang alles sehr cool. Die wollen also diese Wand, diese Giebelwandgeschichte begleiten mit dem Handwerker und so weiter. So, und ja, jetzt ging es aber dann darum, natürlich letzten Endes, was machen die? Die knallen ihren Vertrag auf den Tisch. So, den du unterschreiben sollst. Und dieser Vertrag ist dann schon ziemlich krass, ne? Also wenn du dir das so durchliest, das ist dann so, dass ich sämtliche Rechte abgeben muss an das Filmmaterial und so weiter von dieser Giebelwand. Und das wäre natürlich Katastrophe, ne? Also da muss man sich vorstellen, ihr wartet jetzt hier seit Monaten da drauf und ich natürlich auch, dass wir diese Giebelwand fertig machen können. Und das wird natürlich der absolute Kracher, ne? Das wird also die Aktion diesen Jahres jetzt wahrscheinlich noch werden, dass wir diese Giebelwand fertig machen, wo wir jetzt ja so viel Höhen und Tiefen mit hatten, mit dem Baustopp und hast du nicht gesehen. Also ich würde mal sagen, die meisten von euch warten jetzt ja darauf, dass das endlich losgeht. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde dann einen Vertrag unterschreiben, wo ich dann diese Filmrechte praktisch abtrete und ich das dann nicht zeigen darf. Oder ich würde es halt zeigen und kriege dann eine Abmahnung oder irgendwie so ein Scheiß. So, ist mir alles zu unsicher, habe ich denen auch gesagt. Ich sage, ich unterschreibe da keine Verträge. Das könnt ihr vergessen. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen. Wir dürfen gerne irgendwas filmen, wenn er uns da nicht im Weg rumsteht, aber mehr auch nicht. Es gibt keine Verträge. Und das geht für die natürlich wieder nicht. Ist ja auch irgendwo klar. Das ist ja auch eine professionellere Geschichte. Und jetzt sind wir noch so ein bisschen, die Sache ist noch nicht ganz vom Tisch. Vielleicht reicht es jetzt auch für mich, so eine Art Einverständniserklärung zu unterschreiben, dass die halt bei mir filmen dürfen. Und wir machen so eine Art Gentleman Agreement, dass ich natürlich nicht spoiler, was das für eine Sendung ist, worum es da gehen soll. Also jetzt in dieser Sendungsinhalt, wie die heißt, etc. pp., weil die mir ja schon so ein paar Sachen verraten müssen dafür. Und ja, irgendwie so. Also das werden wir diese Woche wahrscheinlich noch klären. Da kann ich euch im nächsten Video vielleicht noch ein Update zu geben, wie wir da jetzt verblieben sind, ob wir das jetzt endgültig abhaken oder nicht. Ihr müsst das verstehen bei mir, ich mache das ja als Hobby. Ich mache das nebenbei als Hobby, verdiene da im Prinzip kein Geld mit. Deswegen bin ich da auch nicht drauf angewiesen, dass ich da irgendwo bei D-Max im Fernsehen sonst wie erscheine. Da habe ich auch gar kein Interesse so richtig dran. Mir reicht das hier von der Arbeit her mit YouTube und so. Das macht mir ja nicht Spaß, das klein und locker flockig zu halten. Und ich habe halt keine Lust, da jetzt noch so eine rechtliche Vertragsschiene mir ans Bein zu binden, wo ich nachher noch aufpassen muss, was ich jetzt in meinen Videos erzähle und was nicht. Ne? So, nachher sage ich irgendwas Falsches oder zeige irgendwas Falsches und dann heißt es hier, das musst du aber wieder rausnehmen oder so. Nee, danke. Da habe ich echt keinen Bock drauf und meine Unabhängigkeit an der Stelle ist mir da schon ziemlich wichtig. Und naja, wir schauen es mal. Im nächsten Video kann ich euch das zeigen und an der Stelle, sage ich mal, machen wir erstmal mit der Inschrift Feierabend und gehen zur nächsten Baustelle. Ja Leute, und dann sind diese Woche auch meine Baustützen endlich angekommen, die wir für die Aktion hier fürs Abstützen brauchen. Wer so ein bisschen meine Tagebücher verfolgt hat, der hat das ja mitbekommen, dass ich da durchaus meine Probleme mit hatte. Ich bin ja mehr so in der Philosophie, ich versuche Sachen möglichst günstig gebraucht zu kaufen, weil dann ist egal, wie lange ich sie benutze und verkaufe sie dann hinterher wieder. Ja? Nur bei den Stützen ist jetzt das Problem, dass sie sind 7 Meter lange und die gibt es tatsächlich nur von Doka, also diese Doka Eurex Top 700 oder was, ne? Und ja, das sind die einzigen. Es gibt noch so einen anderen Hersteller, die sind aber wesentlich. Ich glaube, Peri oder Perix oder irgendwas, die waren auf jeden Fall nochmal doppelt so teuer. Und ja, da habe ich dann versucht, so welche neu zu kaufen. Bei Doka war nicht möglich, die wollten mir keine verkaufen. War irgendwie total schwierig. Das Problem war Verleiher, also man kann ja Baustützen auch überall ausleihen. Verleiher haben da auch so Schwierigkeiten. Also viele Verleiher führen diese Baustützen überhaupt gar nicht in der Länge. Ich meine, Leute, guckt euch das mal an hier, Baustützen, soweit das Auge reicht. Also selbst im eingefahrenen Zustand sind die 3,85 Meter lang. War auf jeden Fall eine geile Aktion, die hier hinzufahren. Aber natürlich alles safe, ne? Also alles hier, STVO-Normen und so habe ich alles eingehalten. Alles gut. Jedenfalls war das echt schwierig, da dran zu kommen. Und unser Verleiher hier vor Ort, die gute Firma Grotemeier, da habe ich die jetzt auch bekommen, die hatten die zu dem Zeitpunkt auch nicht da. Also die haben auch gesagt, tut uns leid, wir haben die alle im Feld. Also die führen diese Stützen zwar, aber hatten die nicht. Und jetzt hatten die wieder genau diese 6 Stück zurückbekommen. Und als wir das gehört haben, da haben wir gesagt, alles klar, die brauchen wir. Sofort, zack, da haben wir die gleich vorbestellt. Und auch wenn sie jetzt hier nur liegen und ich natürlich jetzt auch schon Leihgebühr dafür bezahle, aber wir mussten jetzt die Gelegenheit nutzen. Und ja, meine Rechnung sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich muss natürlich ein paar Euro 50 dafür bezahlen, dass wir sie jetzt hier verwenden. Allerdings brauchen wir die ja ausschließlich jetzt für die Giebelaktion. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Giebelwand wieder steht,
ja, und ich das Ganze wieder hochgemauert habe, dass wir also praktisch den, ja, dass der Dachstuhl wieder auf der Giebelwand steht und die Giebelwand nach unten auch wieder auf dem Fundament steht, dann können die wieder weg. Das bedeutet, wir reden da also vielleicht jetzt über so 3 Wochen, 4 Wochen, also so einen Monat, ne? So einen Monat. Da kostet mich die Miete irgendwie, ich habe es jetzt noch gar nicht genau ausgerechnet, bei 6 Stützen, aber irgendwas so zwischen 100, 150 Euro um den Dreh würde jetzt die Miete kosten. Allerdings, wenn ich sie nur neu bekomme, wie gesagt, gebraucht, klar, hin und wieder wird mal eine, da hatten auch einige von euch immer mal in die Kommentare einen Link reingeschrieben zu eBay Kleinanzeigen, wo man dann eine Stütze für 120 bis 150 Euro kaufen könnte, aber das nützt mir nichts, wenn die sonst wo sind. Ich kann ja nicht 200 Kilometer fahren, um eine Stütze abzuholen, wenn ich 6 brauche. Ne? So, da wirst du auch nichts, da wird auch nichts von. Und wenn du die neu kaufst, dann liegen die irgendwie bei 200, 250 Euro oder so das Stück und für das Geld kannst du sehr gebraucht nicht verkaufen. Also sprich, wenn ich die jetzt gekauft hätte, dann hätte ich ja schon einiges an Geld investieren müssen. Wenn ich sie neu kaufe, kann ich aber davon ausgehen, dass ich eine Menge Geld verliere, wenn ich sie nachher versuche zu verkaufen. Und diese 7-Meter-Stützen, die braucht halt auch keiner. Die wirst du auch nicht wieder los. Das ist also jetzt nicht so wie diese normalen 3,50-Meter-Stützen. Die gehen immer wieder weg wie geschnitten Brot. Selbst meine 5,5-Meter-Stützen, die wirst du immer wieder los. Aber eben sowas hier nicht. Und da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Die 150 Euro habe ich jetzt in die Miete. Dafür kriege ich die Teile. Habe ich sie wenigstens. Und die brauchen wir halt jetzt nur für die Giebelwandaktion und danach ja nicht mehr. So, und dann macht das einfach, ist das rechnerisch einfach mehr Sinn. Ne? Ich bin ja immer so ein Sparfuchs, was das anbelangt, aber da rechnet sich jetzt in diesem Moment tatsächlich das Mieten und ich bin froh, dass ich die jetzt hier habe. Und ja, wie gesagt, wichtiges Puzzleteil für die Sanierung der Giebelwand, dass wir das Dach vernünftig stützen können. Hatten einige gefragt, Mensch, warum nückst du nicht einfach 2 zusammen? Man kann ja schließlich, da oben sind ja Löcher drin, also man sieht es ja vielleicht hier an beiden Enden so ein bisschen, da sind ja Löcher drin. Man kann ja auch durchaus 2 Stützen kombinieren, dass man die aufeinander stellt, Schrauben durchzieht und so. Das kann man machen, ja. Das ist nur ein Problem, also wenn man das jetzt mit einer Stütze macht, weil man irgendwo eine Sache stützen muss und weiß, da kommen nicht groß Querkräfte drauf, ja, Querverschübe, dann kann man das machen. Aber so wie hier, wo wir einen ganzen Dachstuhl da drauf stellen, weil wir eine gesamte Wand aus dem Haus rausnehmen, da sollte man solche Spielchen lieber nicht machen, weil da kommen definitiv Querverschübe drauf, also Querlasten. Und wenn dir so ein Ding abknickt und das ganze Dach danach herunterfliegt, ist es keine gute Sache. Und dann nur, weil man sich eben diese paar Euro 50 sich für die richtigen Stützen gespart hat. Das Risiko wollte man nicht eingehen. Was ich immer sage, bei solchen Sachen, wenn es so um statische Geschichten geht, da sollte man wirklich keine Spielereien, keine Experimente machen. Auch wenn ich immer ein Freund von Experimenten bin, aber bei sowas dann eben nicht. Deswegen, da haben wir jetzt die dicken Stützen und damit sind wir auch auf der sicheren Seite und damit läuft das auch. Und da bin ich mal gespannt. Also eine Stütze wiegt übrigens um die 50 Kilo. So, das wird also auch ein richtiger Spaß, die Dinge aufzustellen. Da läuft mir jetzt in der Schweiß in der Stirn runter, ey. Boah. Ja, so geht's jetzt erstmal hier an meiner Terrasse in altbekannter Weise mit meiner guten alten Makita weiter, das ganze Ding auseinanderzureißen. Ihr seht so langsam auch hier wieder den Stahlträger, wo ich ja letztes Mal schon den Meißel drin versenkt habe. Der wird sich auch noch als relativ groß herausstellen. Da hatte ich auch letztes Mal ja auch gesagt, irgendwie, ja Mensch, hier so mehr natürlich aus Spaß, ne? Wenn einer mal Sprengstoff zur Verfügung hat, nehme ich wohl, ne? So, und da hatten tatsächlich eine geschrieben, ja Mensch, Fachwerker, kennst du eigentlich Quell, wie nennt sich's, Quell-Sprengstoff? Oder was, ne? Habe ich da mal gegoogelt und mal geschaut, ne? Also Leute, das ist ja wohl der letzte Scheiß, ja? Also ich habe mich kaputt gelacht. Da haben dann diese Firmen diesen Quellsprengstoff da bereitstellen, haben dann mal so ein Video bei YouTube gepostet, ich habe mich kaputt gelacht. Du machst also erstmal eine mega Vorarbeit, du bohrst da erstmal irgendwie 25er, 30er Löcher rein. Also Leute, wenn ihr das schon mal gemacht habt, ein 30er Loch in armierten Beton rein zu bohren, dann wisst ihr aber auch, was die Stunde geschlagen hat, ne? Damit geht das erstmal los hier, von wegen Arbeitserleichterung. Dann musst du da diesen Quellsprengstoff da reinschmieren. Warum das Sprengstoff heißt, keine Ahnung. Und dann war das so einfach, ne? So irgendwie so 6, 8, 10 Stunden, bis das Zeug dann sich praktisch ausgedehnt hat und damit dann den Beton in Anführungszeichen gesprengt hat. Ist klar. Also wenn ich jetzt mich hier 8 Stunden lang vor diese blöde Mauer setzen soll, und warten soll, dass die quasi von selber auseinanderfällt. Ja, nee. So viel Zeit habe ich da denn auch nicht. Da bin ich also mit der Makita ungefähr 10-mal schneller. So. Aber witziges Zeug kannte ich so noch gar nicht. Wäre vielleicht sogar mal ein Video, ne? Wäre vielleicht ganz witzig. Aber ich glaube, letzten Endes ist das aber auch eine Anwendung, dass keine Sau wird sich für diesen Quellsprengstoff interessieren. Ist jetzt so mein Gefühl. Jetzt nur so als Laie sozusagen. So, der gute Kubota kommt wieder in Einsatz. Den Caterpillar habe ich mittlerweile wieder abgegeben. Und so muss mein Kubota wieder ran. Aber der freut sich auch, dass er wieder in die Sonne kann. Und so geht das hier los. Ich habe ja
hier noch nicht alles frei. Das Problem ist, das Gelände, das neigt sich, also das fällt ein bisschen ab in diese Richtung. Und da musste ich noch ganz schön was rausbaggern. Und das Ende von dieser Mauer ist immer noch nicht erreicht. Also ich habe an einigen Stellen immer mal wieder testweise ein bisschen tiefer gebuddelt oder gestemmt. Und Leute, ich habe keine Ahnung, wie tief diese Mauer in den Boden geht. Auf jeden Fall schon echt heftig. Deswegen auch hier wieder mit Umreißen, Umstupsen ist das hier nicht erledigt. Das muss man wirklich oldschool-mäßig mit einem Stemmhammer praktisch auseinanderreißen. Ne? Wobei ich finde, das ist durchaus eine Arbeit, die kann man sich antun. Das funktioniert, das ist jetzt nichts aufregend Kompliziertes. Aber nichtsdestotrotz kann man zwischendurch natürlich auch mal ein Päuschen machen auf meinem Teleskoplader mit einem Yps-Heft und einem Kaffee. kann man sich durchaus gefallen lassen. Würde ich sagen. Ne? An der Stelle ein herzliches Dankeschön, wie immer, an euch fürs Abonnieren, Liken, Kommentieren und so weiter. Ihr seid wie immer die Besten. Jetzt habe ich die ganze Klamotte hier mal freigelegt und jetzt sehe ich schon das nächste, wo ich so ein bisschen schon Schiss vorgehabt habe, nämlich dass die Lampe, ich weiß nicht ganz genau, das werde ich jetzt gleich mir mal noch anschauen müssen genauer, aber hier ist irgendwie so ein Metallring oder irgendwas und ich habe das Gefühl, dass die Lampe oder dass der Mast gar nicht runtergeht bis in die Erde, sondern dass der hier wahrscheinlich sogar endet. Das heißt, hier ist jetzt schon Feierabend mit dem Ding. Ich muss ja mal gucken, wie ich das jetzt hier mache, weil dann muss ich ja aufpassen, also die soll mir jetzt ja nicht unbedingt auf den Kopf fallen hier, ne, das alte Scheißding. Vor allen Dingen ihr kennt ja wahrscheinlich Murphy. Also meine Idee ist, dass ich das jetzt hier gleich ein bisschen freistemme, dann macht es Knack. Und dann wie in so einem Tom und Jerry fällt dann dieses ganze Ding genau auf den Teleskoplader. Wäre das was? Das wäre doch mal was. Dann könnt ihr mich mal so richtig steil gehen sehen. Deswegen muss ich mal gucken, ob das jetzt wirklich Feierabend ist mit dem Fundament oder wie das aussieht. Und dann natürlich auch, wie ich das Teil möglichst konkret zum Fallen kriege, ohne dass es sich komplett pulverisiert. Naja, mal schauen, wie das immer so ist, ne? Ja, das ist ja letztlich auch immer so eine Sache, je mehr man versucht heile zu lassen, desto weniger geht ja meist auch kaputt, ne, am Ende. Also klar, könnte ich jetzt einfach mit roher Gewalt diese olle Lampe da umwerfen und so, ne, dann ist alles im Arsch, aber ist ja auch irgendwie schade drum, ne. So, wer weiß, vielleicht kann man sie später mal irgendwo noch gebrauchen, ins Wohnzimmer stellen oder was, keine Ahnung, muss man mal gucken. Deswegen wollte ich sie möglichst heile lassen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ihr habt es gesehen, ich habe da ein Spanngurt drum gemacht und das ganze Ding an der Schaufel befestigt. Wofür hat man schließlich einen 7 Meter Teleskoplader? Die dient jetzt erstmal nur dazu, dass die nicht umkippt. Ihr seht ja, ich muss ja hier arbeiten mit Gehörschutz und mit Gesichtsschutz. Das ist eben dann so, du hast ein bisschen schlechteres peripheres Sehen durch so eine Schutzbrille und eben auch, du hörst ja nichts. Und dann ist natürlich sehr gefährlich, in so einem Bereich, in so einem Umkippbereich zu arbeiten von etwas, was ja umkippen könnte. Und deswegen habe ich das oben erstmal gesichert. So kann die Lampe auf gar keinen Fall schon mal umkippen. Und jetzt stemme ich das da unten frei und ich lege dann nachher noch so ein bisschen mehr Spannung drauf auf die Schaufel, dass ich es praktisch auch entlaste. Ne? Das ist also nicht nur nicht umkippen kann, sondern dass es auch entlastet ist. So, dann auch hier musst du natürlich das Ganze ein bisschen vorsichtig machen, dass die Lampe nicht jetzt noch auf den letzten Meter kaputt geht und dann kriege ich die da runtergehoben, wie man sieht. Ne, wenn man einen Teleskoplader hat, dann kann man sowas eben machen. So, beim Hinlegen jetzt auch war so ein bisschen die Frage, wie die Gewichtsverteilung ist. Habe ich grob geschätzt, wie man sieht, funktioniert es, aber sie liegt da halt, wie es entlastet, denn so drauf, ne, so zack. Ne, so kriegt man das ganze Ding halt runter, ohne dass es einem da groß umfällt und zerschmettert wird und sonst irgendwas. Auseinandergebaut kriege ich es jetzt hier so auf Anhieb nicht. War mir jetzt auch zu aufwendig. Ich habe gesagt, komm, zack, häng sie in den Bagger rein. Damit kriegst du es ja auch erstmal an die Seite gefahren. Ne? So, jetzt lege ich die da hinten erstmal hin und dann kann ich später immer noch gucken, dass ich die auseinanderbaue, dass ich den Fuß da abmontiere und das Oberteil vielleicht abmontiere und dann letzten Endes die zerlegte Lampe erstmal an die Seite lege. Und dann, wie gesagt, kann man dann gucken, was man damit machen will. Ne? So. Ja, weiter geht's hier an meiner alten Mauer und zudem nochmal, da hatten einige in letzten Video und Videos durchaus Hinweise zugegeben. Da im Hintergrund seht ihr ja an der Mauer da diese Büsche. Ich weiß jetzt nicht, Rhododendron, was ist es? Keine Ahnung, blüht auf jeden Fall ganz schick. Und da habe ich ja jetzt, wo jetzt die Schaufel steht vom Teleskoplader, da war auch schon noch ein Busch auf der Ecke. Den habe ich ja relativ lieblos da rausgerissen und mit dem Bagger da entfernt. Der war allerdings auch schon kaputt. Ne? Das hat man vielleicht nicht so gesehen, aber der war auch schon nicht mehr so ganz top. Deswegen habe ich da keine großen Schmerzen gehabt, den da wegzuruppen. Und da haben jetzt einige auch geschrieben, Mensch, Fachwerker, denk dran, da hinten die Büsche und so, dass du die möglichst rettest. Ja? So, jetzt muss ich mal gucken vom Platz her, wenn die Mauer weg ist, ob der Platz dann ausreicht, dass wir da arbeiten können, weil die Büsche geben halt auch einen sehr schönen Sichtschutz auf die Terrasse. Wenn ich da mal irgendwie Material lagere oder so, dann kann man das von der Straße nicht sehen, dank eben dieser Büsche. Das heißt, mein Bestreben ist schon, dass die jetzt möglichst erstmal stehen bleiben. Ansonsten, wenn sie im Weg sind, dann werde
werde ich auch versprechen, dann werde ich irgendwo im Garten einen Platz finden, wo ich so einpflanzen kann. Ich habe ja alles da, dann mache ich da gerade ein Loch mit dem Mini-Bagger, ziehe ich da vorher und dann sind das, glaube ich, 4 Pflanzen da hinten insgesamt. Oder sogar 5, keine Ahnung, die ziehe ich dann oder die grabe ich dann hier aus und werde ich dann an anderer Stelle auf dem Grundstück wieder eingraben. Ja, also, dass ich die sozusagen rette, die werde ich nicht vernichten. Wäre ja auch schade drum, wir brauchen ja später, wenn wir hier mal eingezogen sind, ja auch wieder Pflanzen und irgendwer sagt auch, die wären auch gar nicht so billig, wenn die schon eine gewisse Größe haben und ja, ihr wisst, damit kriegt er mich immer als Sparfuchs. Das heißt, da werde ich auch so sehen, die Arbeit mache ich mir dann, dann grabe ich die hier aus, grabe die woanders wieder ein und dann können die da erst blühen, bis es dann weitergeht. Ja, so, die Schaufel wird langsam voll, so, das heißt, ich kann es auf den Anhänger, es ist übrigens ja der erste Anhänger mittlerweile weg, da habe ich auch den Wegebericht für bekommen. Und der Zwischenstand für die Tonnage ist mittlerweile 5 Tonnen. Also 5 Tonnen sind bereits weg mit dem ersten Anhänger und das hier ist jetzt der zweite Anhänger, wo ihr seht, wo ich ja gerade erst irgendwie die zweite Schaufel drauf lade. Mal gucken, ne, mit wo wir am Ende landen. So einige hatten sich ja da sehr drüber lustig gemacht, aber ich glaube, dieses Mal liege ich mit meiner Schätzung gar nicht so schlecht. So, dann kann der Teleskoplader erstmal wieder im Schuppen verschwinden. Udi macht Feierabend für heute und dann geht es da an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. So, da haben wir es geschafft. Die alte Laterne ist abgebaut und vor allen Dingen, ohne dass da was bei kaputt gegangen ist, war auch echt gar nicht so einfach. Also das ist echt ein ganz schön schweres Teil. Ich würde auch mal sagen, das wiegt mindestens 150, 200 Kilo. Ja, und der natürlich auch irgendwie so 5 Meter lang oder was. Ne? So voll das Riesenteil. Ich meine, da gibt es ja eventuell einfachere Möglichkeiten, um da vorne so ein bisschen Licht in die Hofeinfahrt zu kriegen, als so ein Riesending. Die wird auch hier später nicht mehr hinkommen. Aber egal, ihr habt es gesehen, mit Teleskoplader und mit Mini-Bagger und alles, kriegst du sowas ganz gut abgebaut. Hat ja alles funktioniert, so mehr oder weniger wie geplant. Ja, da wird es dann auch in der nächsten Woche weitergehen. Ich werde mal sehen, dass ich noch so ein bisschen ihr habt ja auch gesehen, die Giebelwand jetzt vom Speicher, die Inschrift ist ja auch noch nicht fertig, das muss ich auch nebenbei noch machen. Und das sehe ich zu, dass ich das fertig kriege und eben dann auch der Endspurt hier für die Terrasse, weil in etwa 2 Wochen soll es losgehen. Ihr habt gesehen, wir haben die Stützen da, wir kriegen jetzt das Holz, das müssen wir demnächst abholen und ja, dann geht es so richtig dabei. Dann haben wir alle, wie ich es genannt habe, Puzzleteile für die neue Giebelwand beisammen und dann geht's los. Dann wird der ganze Spaß abgestützt mit unseren Mega-Baustützen und dann gehen wir da einmal richtig mit der Kettensäge vorher. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Also einige hatten schon geschrieben, das wird dann so eine ähnliche Aktion wie hier mit dem Leimbinder und so. Und das kann ich euch versprechen, das wird garantiert eine Aktion und zwar eine richtige Aktion. Wenn wir da die halbe Wand auseinanderbauen, das wird, glaube ich, richtig geil. Vor allen Dingen auch mit den großen Geräten und so. Also ich freue mich da schon drauf, endlich mal wieder eine richtige Aktion hier auf der Baustelle zu haben, nicht nur hier ein bisschen was kaputt kloppen oder so, sondern mal richtig was wieder einbauen und da bin ich mal gespannt, das wird auf jeden Fall auch mehr als ein Tagebuch füllen, weil bei der, so wie ich das jetzt gesehen habe von der Planung her, wollen wir dann nahezu eine Woche durcharbeiten und da kommt mit Sicherheit ein bisschen was zusammen an Material. Naja, wir werden sehen, wie immer bleibt spannend, ich muss trotzdem noch meine Terrasse fertig kriegen, ihr habt es ja gesehen, ich habe es immer noch nicht ganz geschafft, ich bin einfach zu langsam, ne? Das kommt vielleicht vom Alter, keine Ahnung, aber da muss ich noch zusehen, dass ich mich da noch ein bisschen ranhalte, noch ein bisschen mehr rumschnipse oder was, ne? Muss ich mal sehen. So, bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, empfehlt das Video weiter oder das Tagebuch und ich freue mich auf euch in der nächsten Woche. Bleibt bis dahin sauber und bis denn. Ciao, ciao.